Soeben ist der Bundesvorstand der Union, die Daseinsgewerkschaft, zu Ende gegangen. Was war das wichtigste Thema? Ja, wir haben viele wichtige Themen besprochen, aber das Allerwichtigste war jetzt einmal der Gehaltsabschluss auf der einen Seite, aber natürlich auch die Situation der Gemeinden, die Finanzsituation der Gemeinden auf der anderen Seite. Also wir wissen ja, dass uns da viel Geld fehlt und das macht natürlich unseren Funktionärinnen und Funktionären ganz, ganz große Sorge. Weiß man, wie viel Geld den Gemeinden fehlt? Ja, wir haben erst diese Woche eine neue Kapazitätsstudie in die Hand bekommen, die spricht von rund 2,5 Milliarden Euro, die mittlerweile fehlen, an Geld, an frischem Geld, das notwendig wäre, um Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten. Und die Studie spricht mittlerweile auch schon davon, wenn nicht frisches Geld ins System hineingepumpt wird, dann bedeutet das oder kann das bedeuten, bis zu 8.000 Dienstposten, bis zu 8.000 Arbeitsstellen, die verloren gehen. Das wären in den Gemeinden über 10% der derzeit Beschäftigten. Was würde das für die Bevölkerung bedeuten? Dramatisch ist, dass jetzt noch gar nicht absehbar ist. Also wir werden sicherlich hier Einschränkungen erleben bei den Bauhöfen, wo es um die Frage der Straßenhaltung geht. Wir würden wahrscheinlich auch in der Bildungsinfrastruktur und in der Bildung Kindergärten als Thema massive Einschnitte erleben. Wir haben in der Frage der Betreuung der Pflegebedürftigen, die ja über die Kommunen stattfindet, auch die ist in Gefahr, in der jetzigen Qualität aufrechtzuerhalten. Und da wissen wir, dass wir eigentlich ausbauen müssten und nicht restrukturieren. Und dann geht es auch um die Fragen von freiwilliger Feuerwehr, von Einrichtungen dort, Infrastrukturmaßnahmen. Also das wird die Bevölkerung dramatisch spüren, wenn hier nicht bald die Bundesregierung umschaltet und Fakten anerkennt. Aber wie passt das eigentlich zusammen? Auch viele höhere Bundespolitiker haben immer wieder auf die Heldentaten der Gemeindebediensteten hingewiesen, haben geklatscht, haben gejubelt. Gleichzeitig wollen sie Geld kürzen. Gibt es eigentlich noch andere Dinge, die nicht zusammenpassen, sprich Andersbehandlung von Gemeindebediensteten? Jetzt haben wir laufend. Also wir haben natürlich immer gesagt, und das haben wir schon seit dem Frühsommer gesagt, Klatschen alleine wird zu wenig sein. Erstens einmal glauben wir, dass sich die Kolleginnen und Kollegen auch der Gemeinden eine Corona-Prämie verdient haben. Da haben wir die Bundesregierung, sind wir da herangetreten. Und wenn dann der Herr Bundeskanzler meint, das ist jetzt nicht so wichtig, dann irrt er. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen erwarten sich das einfach auch als Dankeschön seitens der Bundesregierung. Und was auch halt immer wieder auffällt, ist, dass wir bei gesetzlichen Bestimmungen, auch Schutzbestimmungen, immer wieder vorfinden, dass die Gemeinden ausgenommen sind. Das war zum Schluss bei der Sonderbetreuungszeit, der Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit so, da sind die Gemeindebediensteten außen vor gelassen. Und das Gleiche haben wir jetzt wieder bei der Freistellung von Schwangeren. Hier wird ja das Parlament in den nächsten Tagen einen Gesetzesentwurf beschließen, dass ab der 14. Schwangerschaftswoche, wenn nicht Homeoffice möglich ist und im Bereich des Kundenkontaktes, dass hier Schwangere freigestellt werden können, da sind wieder in der Gesetzesmaterie die Gemeindebediensteten ausgenommen. Und viele von unseren Kolleginnen und Kollegen verstehen das nicht, warum man in dieser Sondersituation das nicht einfach mitregelt. Also Schluss mit diesen Sonderregelungen für Gemeindebedienstete, sondern unsere Kolleginnen und Kollegen haben das gleiche Anrecht wie jeder andere Arbeitnehmer in diesem Land. Wie ist generell die Beziehung zur Bundesregierung? Gibt es Gespräche? Gibt es so etwas wie einen Gipfel, wo man zusammenkommt und diese Probleme diskutiert? Ja, hätten wir gerne. Also wir verlangen ja immer wieder auch Gespräche mit der Bundesregierung, damit endlich die Fakten anerkannt werden. Also wenn ich zurückkommen darf auf die Gemeindefinanzen, hier liegen ja die Fakten mittlerweile schon seit Sommer oder Frühsommer auf den Tisch, was das für die Gemeinden bedeutet, welche Auswirkungen das haben wird auf Investitionspolitik, auf regionale Beschäftigung, auf Gemeindebedienstete selbst, auf Kultursubventionen. Dann haben wir immer wieder verlangt auch, dass wir endlich auf Fakten mit der Bundesregierung auf Augenhöhe verhandeln können, aber das wird nicht einmal ignoriert, kann man sagen. Also es wird echt nicht zur Kenntnis genommen, dass hier diese Bereiche auch Geld brauchen. Und wir als Gewerkschafter haben, wie gesagt, schon längst einen Kommunalgipfel auch eingefordert, aber da gibt es keine Reaktion seitens der Bundesregierung. Wir haben auch jetzt Ähnliches erlebt im Parlament bei der Pensionsregelung. Wir haben ja im Parlament erfahren, dass 45 Jahre
jetzt man nicht mehr abschlagsfrei in Pension gehen kann nach 45 Arbeitsjahren. Wir haben ganz rasch als ÖGB gemeinsam über 100.000 Unterschriften gesammelt, das auch im Parlament der Regierung übergeben. Aber auch das wurde echt ignoriert und man nimmt einfach die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Sorgen auch, die wir haben als Gewerkschaft, nicht ernst.